Ich grüße euch, Freunde. So, bevor wir überhaupt die Montage vorbereiten, die Router ins Wasser legen und vielleicht das erste Fläschchen Bier aufmachen, machen wir das Erste und das Wichtigste. Wir befüttern unseren Angelplatz. Ja, Sonnenmais und zusätzlich Gartenerbsen. Müll auf jeden Fall. Müll sollte auf jeden Fall mitgenommen werden. Hier habe ich immer mit dabei. Die Tüte, nein, nicht die Tüte, nicht zum Rauchen, aber sondern um diesen ganzen unnötigen Stoff zu entsorgen. Fertig. Und schon kann keiner euch etwas antun. Heute ein kleines Rennen zwischen Futterkorb und dem guten alten Tiroler Holzel. Wer macht heute das Rennen, das werden wir ja dann sehen. Was tue ich jetzt? Ich befülle den Korb einfach mal mit stinknormalen Boilies und Hundefutter. Ja, klebt alles wie so üblich. Klebt und stinkt und ja, alles was dazu gehört halt. Ja. Wunderbar. Leicht angezogen, ja, alles ist frei. Kann man das jetzt absetzen? Bremse an, wie so üblich. Ja. So. Nummer 2. Ja Leute, ich weiß, die Route ist hier etwas unpassend, doch ich muss das mal probieren. Eine andere hatte ich jetzt im Moment nicht auf Lager. So ist es. Da müssen wir jetzt hier mal mit der Karpfenrute klarkommen. Hier genau derselbe Karabiner. Abgeschlossen. Futterkorb mit Bolis und Hundefutter. Optimal. Habe ich schon gute Erfolge erzielt. Ja, und am Ende ist der Wurm mit Maiskorn. Auf der rechten Route gab es gerade Aktion. Jawohl, ziehen wir raus. Ja, da ist was. Leute, tatsächlich. Ja, wir haben den ersten. Den ersten guten Fisch auf Futterkorb. 1-0 für den Futterkorb. Herrlich. Hätte ich Badesachen dabei, würde ich mich selbst da reinsetzen. Ah, schön. Karpfenrute, Futterkorb und das hat gerade funktioniert. Keine 10 Minuten lag diese Rute jetzt im Wasser. Und wieder rein damit. Schon wieder eine zweite Aktion. Ja. 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 Ein zweiter Fisch. Sieh mal an. Der Futterkorb führt 2-0. Hier, Tiroler Holzel hat sich gemeldet. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, da ist auch einer. Tatsache. Ja, guckt euch den mal schönen Fisch an. Tiroler Holzel, Leute. Das ist bis jetzt der größte. Ehrlich. Was zum Teufel war das gerade eben? Ah. Ich dachte schon ein Fisch. Allerletzten Aktion. Ja, und dann ist für heute die Sache hier schon erledigt.
Das war's. Zwar ganz angenehme kurze Session. Fische sind hier und das war nicht übel. Somit danke, dass ihr dabei wart. Es ist schon stockdunkel. Halbe Stunde bleibe ich noch und dann packe ich mein Zeug und dann haue ich ab. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Zum Schluss erwische ich noch einen. Ja, auf die Rolle Holzel. Das heißt, ich denke, es steht unentschieden. Seht euch den Buben mal an. Guckt euch mal diesen Fisch an. Den hat er aber schön angenommen. Ja. Das ist doch ein Geschenk. Ein krönender Geschenk zum Abschluss. Ich denke, Tiroler Holzel und Futterkorb haben heute eine gute Arbeit geleistet. Auf jeden Fall.